Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Donnerstag. Donnerstag sind Newszeit. Heute auch mal wieder an Donnerstag. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, heute schaffe ich es pünktlich, auch am Donnerstag die News herauszubringen. Das heißt, ich versuche wieder in diesen Donnerstag-Rhythmus rüberzugehen. Nächste Woche kann ich es noch nicht hundertprozentig versprechen. Ich bin jetzt eine Woche unterwegs. Das heißt, wenn ich es vor Ort schaffe, was zu drehen, dann kommen die am Donnerstag. Wenn nicht, dann müsst ihr leider nochmal auf den Freitag nächste Woche warten. Ich tue mein Bestes. Am Dienstag gab es die Kolumne zum Thema, wo geht's zum Einkaufen hin? Seid ihr die Amazon-Käufer? Unterstützt ihr den lokalen Handel? Lieber auf der Messe oder doch Secondhand? Was sind eure präferierten Einkaufsvarianten? Und zu gewinnen gibt es wie immer auch hier ein Spiel, nämlich Karthago. Und dazu packe ich noch ein Mini, nämlich Loot Shot Whisky für zwei Personen. Bei Huch bzw. Hutter wird auch gesucht, nämlich ein Redakteur oder eine Redakteurin. Ich werde den Link daraufhin in die Shownotes packen, solltet ihr euch da berufen fühlen. Für Concordia ist eine digitale Edition angesagt. Akram wird hier im Herbst 2021 das doch recht beliebte Spiel digital zur Verfügung stellen, was ich persönlich halt auch sehr schick finde. Ja, und dann sind wir in zwei Zwistigkeiten drin. Die eine scheint jetzt zumindest juristisch beigelegt zwischen den Erben des Autors Markham, der schon 1993 verstorben ist, und der Firma Hasbro. Es geht hier um die Rechte am Spiel des Lebens, was damals wohl eine Auftragsarbeit war, für ein gewisses Salär. Das Spiel ist schon eines der erfolgreichsten Spiele weltweit, und da hat man natürlich gedacht, ob das mit der Entlohnung so richtig war oder nicht, aber Verträge sind wohl hier auch klassisch Verträge. Und die scheinen nicht ganz eingehalten worden zu sein. Im nächsten Fall, da gab es ja die Mail von Grail Games, dass sie die Serie von Dr. Knizia nicht mehr fortsetzen wollen, also seine Spiele in der Wiederauflage. Und jetzt ist herausgekommen, dass eigentlich das Gegenteil der Fall war, nämlich dass Rainer Knizia die Verträge gekündigt hat, weil da irgendwelche Vertragsbrüchigkeiten passiert sind. Was genau, weiß ich aktuell nicht. Aber das wird im Moment gerade auf Twitter ausgetragen. Mal gucken, welche Fortsetzung das ganze Thema da nehmen wird. Und dann sind wir schon bei Crowdfunding. Crash Octopus ist gestartet in der Spieleschmiede. Das ist dieses verrückte Spiel mit diesen Holzfiguren, die dann wie so ein Krake aussehen. Sehr interessantes Ding. Letzten Jahr ja bei Kickstarter online gegangen. Six Seek ist eine Computerspiel-Umsetzung von Tom Clancy Rainbow Six Siege bei Ubisoft, und das findet jetzt seinen Niederschlag in einem Brettspiel. Natürlich Tabletop-Figuren ohne Ende dabei. Meins ist es jetzt nicht, aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass der ein oder andere gerade diese Spiele bevorzugt. The Great Race Second Edition ist ebenfalls auf Kickstarter gestartet worden. Eine Neuauflage, eine überarbeitete Version des Spiels, was schon, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr herausgekommen ist. Eben halt jetzt nochmal Neuauflage, neue Karten etc. Und Distilled, da bin ich mal sehr darauf gespannt, weil ich fände ja Whisky-Spiele interessant oder reizen mich, wobei es davon ja gar nicht so viele gibt, wird in zwei Wochen losgehen, aber wobei es kein reines Whisky-Spiel ist. Also man kann auch Gin, Rum und andere Sachen dort destillieren und herstellen. Ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende umgesetzt wird. Und die nächste Ankündigung, die wir ebenfalls haben, ist Oros von ISC Games, und die werden am 20. Juli starten. Das Spannende dabei ist, dass der deutsche Partner Board Game Circus ist,
die sich hier um die Lokalisierung kümmern werden und eben am Kickstarter mitbeteiligt sind. Und dieses Spiel finde ich schon mal sehr, sehr spannend von der Art und Weise. Hier geht es um Länder, die entstehen, die sich auf Erdplatten halt auch shiften. Das sind so kleine Plättchen, die eben halt dann auch teilweise kreisförmig laufen, die sich aufschieben zu Bergen, die dann eben halt nicht mehr verschoben werden können. Macht auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr spannenden Eindruck. Es gibt auch einen Solospieler-Modus, für wen das dann interessant ist. Aber da Board Game Circus damit drin hängt und ich bisher nicht reingefallen bin bei dem Verlag, werde ich mir das dann nochmal intensiver anschauen. Veranstaltungen gibt es im Moment nur eine. Die Spiel 2021 Mitte Oktober hat jetzt von der Stadt Essen ihr Hygienekonzept genehmigt bekommen. Vorbehaltlich natürlich der allgemeinen Situation. Hier werden jetzt alle Aussteller informiert, wie das ganze Thema dann aussehen soll. Breitere Gänge habe ich schon gehört. Größere Abstände, eine gewisse Besucherreglementierung, soweit ich das verstanden habe, auch eine Indoor-Maskenpflicht. Aber bitte warten wir es mal ab, was dann da alles noch so bekannt gegeben wird. Ich denke mal, da wird der März-Verlag in Kürze auf uns auch mit Informationen zugehen. Jetzt kommt noch der Ticker und das waren dann halt heute schon wieder kurz und knackig die News. Aber jetzt noch einmal, was erwartet euch Neues auf den Brettspieltischen? hat ein Spiel angekündigt, nämlich Freie Fahrt. Da kann man natürlich an Fortbewegung denken. Auf dem Cover ist eine Eisenbahn abgebildet, also geht es hier tatsächlich um Eisenbahnlinien. Wir sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts und auf diesem Plan sind 45 verschiedene Städte abgebildet. Und wir können entweder eigene Linien bauen, wir können staatliche Linien nutzen oder wir können die gegnerischen Linien nutzen. Da müssen wir allerdings da was für zahlen und sie in staatliche Linien umwandeln, Aufträge erfüllen etc. Das Ganze sicherlich eher im Kennerspielbereich. Viel mehr ist da jetzt noch nicht bekannt. Zumindest lässt sich aus diesem Boardgame-Geek-Informationen nur begrenzt was herauslesen. Also das wird dann, denke ich mal, im September, Oktober dann herauskommen. Für Great Western Trail, die neue Trilogie, die ja im Anmarsch ist, ist zumindest für das bisher bekannte Spiel das Artwork schon mal bekannt gegeben worden, hier auch eingeblendet, was wir dann im Herbst erwarten können. Die Spiele 2 und 3 werden ja dann erst in den kommenden Jahren auf uns zukommen. Und ebenfalls eine Überholung, auch grafischer Natur, hat das Spiel SOS Titanic bekommen, was bei Ludonaute bisher erschienen ist. Es ist ein Solo-Spiel, beziehungsweise kann auch kooperativ mit anderen gespielt werden. Und das Spiel werden wir demnächst halt auch sehen. Eine Neuauflage hat Renegade für Dead Man Tell No Tales angekündigt. Eine New Print sozusagen. Und gleichzeitig wird es auch vom Cover ein Puzzle geben. Scheint jetzt so langsam in zu sein, eben halt von den Covern, wobei das wirklich sehr schick ist, eben halt auch Puzzle anzubieten. Dann geht jetzt demnächst von Bord oder vielmehr auf die Leute via Händler zu. Zwei Spiele, einmal Smart 10 Family von Piatnik. Smart 10 ist ja wirklich ein sehr, sehr gelungenes Quizspiel und jetzt geht das Ganze eben halt familiengefälliger eben halt über die Runden und Juicy Fruits von Deep Print Games bzw. Pegasus ist ebenfalls angekündigt, soll dann demnächst in den Läden stehen. Für Pipeline ist mit Energy Markets eine Erweiterung angekündigt worden, 5 neue Module kommen da auf euch zu, um das ganze Spiel, was sowieso nicht ganz so ohne ist und schon recht komplex, eben halt nochmal ein Stück weit aufzubohren. Für alle, die in dieser Tiefe da gerne unterwegs sind, viel Spaß. Und Dune scheint im Moment halt in aller Munde zu sein. Spiel Nummer 3 mit von Gale Force 9 ist ebenfalls angekündigt worden. Also auch hier scheint das Thema nicht endlich zu sein, obwohl der Film ja noch gar nicht dementsprechend draußen ist. Plattformer von Awaken Realms ist angekündigt worden. Plattformers ist ein Videospiel aus den 80er, 90er,
Jahren. Und das wird von den Machern von The Great Wall umgesetzt. Und The Great Wall erinnert mich, da kommt hoffentlich demnächst noch mal ein Kickstarter um die Ecke. Den vermisse ich tatsächlich noch. Und last but not least haben wir Gerüchte sagend, wird es einen Nachfolger von Cryptid geben. Das hat zumindest der Künstler Muria bekannt gegeben, der eben halt dort schon an einem Spiel im Cryptid-Universum arbeitet. Das waren soweit die News, der Ticker. Ich wünsche euch viel Spaß, gerne ein Abo hinterlassen, Daumen hoch. Und am Wochenende gibt es dann, wie versprochen, den letzten Teil der Top 10. Auch ein Sommer-Pack-Mein-Koffer-Edition wird es dann auch noch im Laufe der nächsten Woche geben, was auch immer da alles möglich ist. Teilweise dann mit etwas anderen Hintergründen, als ihr sie sonst von mir gewohnt seid. Macht's gut, habt eine schöne Restwoche. Bis dann, euer Christoph.